Hallihallo, du lieber Skorpion und herzlich willkommen hier bei mir. Ich schaue jetzt mit dir hier tatsächlich dein Juni-Reading an und es ist mal wieder spannend und es ist total interessant, was sich da jetzt zeigt. Ja? Wo bist denn du gerade in deinem Leben? Wo bist du bereit, jetzt was für dich zu erleben? Das ist nämlich ganz spannend. Und wo hältst du dich da noch ein bisschen zurück? Wir haben die Seelenenergie hier drinnen liegen. Die Seelenenergie hat schon auch ein bisschen mit ich bin zu zweit mit jemandem bereit, quasi wirklich auf einem Fundament gemeinsam aufzubauen. Und da haben wir einen alten Schmerz drinnen liegen und wir haben das Fokusfeld. Wir haben einfach wirklich deine Wünsche, deine Träume. Und wir haben eine starke Heilenergie, die schon stattgefunden hat. Ich sage es jetzt ganz bewusst so, vielleicht bist du noch ein bisschen in diesem Bereich drinnen, aber das geht auf jeden Fall raus und ich sehe es jetzt schon quasi wie in der Vergangenheit liegend. Ja? Und es geht wieder darum, dass du ein bisschen wieder deinen Fokus einholst für dich, was wichtig ist. Und das schauen wir uns jetzt genauer an mit dem Rat der Hohepriesterin. Danke Kraft in der Natur und gönne dem Jäger, der Jägerin in dir eine Pause. Ja? Was oder wem oder welchen Situationen jagst du nach? Ja? Wo treibst du dich vielleicht selbst zu sehr an, könnte man hier jetzt auch sagen, ohne aber richtig zu wissen, wohin du dich überhaupt treibst. Ja? Ich glaube, das ist so jetzt dieser Treibsand, den ich so ein bisschen spüre. Ich spüre keine Schwere in dem Sinn, nichts Schlimmes, sondern einfach so dieses Zurechtrücken quasi, wo willst du eigentlich hin, was willst du überhaupt machen, was willst du hier manifestieren, weil darum geht's und ich habe dich so ein bisschen irgendwo hinlaufen, irgendwelche Sachen machen, aber nicht so wirklich, nicht so ganz klar mit Ziel, vielleicht hast du Ziele, aber sind die wirklich mit dir verbunden, irgendwie, es ist nicht ganz klar, kommt mir davor. Okay, und dann kommt hier, lass die Blätter gehen, ja. Ich kann das loslassen, was ich nicht länger brauche in meinem Leben, wie diese Herbstschwingung, wo einfach dieser Abschied, der Abschied von einer warmen, schönen Zeit, ja. Bist du bereit, hier wirklich auch diese Gedanken, diese Visionen, die vielleicht jetzt nicht mehr stimmig sind, loszulassen, auch wenn sie dich einmal erfüllt haben? Und das hat jetzt gar nichts nur mit einem Partner zu tun oder sonst was, das hat mit allem zu tun, was dein Herz berührt. Ja? Und das können Situationen sein, das können Projekte sein, das können Menschen sein, ja, das kann der Partner sein, egal, ja, weil hier möchte jetzt Glück zu dir und das, was du jetzt machen darfst, ist, dass du dich auf deine Leichtigkeit, auf deiner Blühen, auf dein Glück, was macht dich glücklich, was berührt dich, was ist es wirklich, was dein Feuer entfacht, was ist es wirklich, was dir Frühlingsgefühle beschert, unabhängig von anderen Personen, ja, und was ist das, was da in dir aufwachen will, mag, kann, wird, ja, wie auch immer, indem du mal wirklich zuhörst in deinem System, was es wirklich machen will, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es sagt es dir die ganze Zeit, aber aus irgendwelchen Geschichten ist es zwar da, du siehst es, aber wenn ich frage, hörst du es, dann kommt ein Nein, du hörst es nicht, ja. Also irgendwo hörst du nicht ganz auf dich. Sagen wir es mal so. Welche Energie kommt hier dazu? Ja, und da haben wir die alten Verletzungen eben von der Seelenenergie. Da haben wir das Umdrehen jetzt in diesen neuen Zustand hineinbringen, dass du trotz der alten Verletzungen jetzt einfach ein beschwingtes, erfülltes, tolles Leben fährst. Ja, dass du das lernst, für dich umzudrehen, um nicht im Schmerz, in der Einsamkeit, in der Leere, in der Verzweiflung, in der Traurigkeit, ja, vielleicht auch in der Schwere, wie auch immer, in den alten Verletzungen, im Groll, in der Wut, in egal was, ja, ein bisschen zu hängen. Und da kommt jetzt sehr wie ein Animal, sehr wie ein Tier, und erfahr dich wieder in deiner Stärke, erfahr dich wieder im facettenreichen Leben und denk nicht zu viel nach, vielleicht auch, was andere über dich denken oder wie dich andere erleben oder wie du das alles jetzt erlebt hast oder machen kannst für dich. Im Endeffekt sind ganz vieles einfach Strukturen, die bringen dich nicht ans Licht. Ja, das, was jetzt ganz wichtig ist, ist das nach vorne ausrichten. Und da lade ich dich natürlich herzlich ein, auch zum 28. Juni, wie jedes Monat, zum Live-Workshop. Dieses Mal schauen wir mit Astrologie, psychologischer Numerologie und mit Human Design, ein bisschen so Pure Soul Pioneer, alle, die das Buch haben, ja, angeheftet, so hinein, wie du das alles nutzen kannst, wie du das machen kannst und auch mit den universellen Gesetzen. Wie drehst du das um, genau solche Zustände, damit du dich wieder in deiner Größe erfährst, auch wenn du nicht in meinem Mentoring
Mentoring dabei bist. Ja, das Mentoring geht natürlich einfach tiefer, ja, aber auch diese Kurse, da holst du dir, also die Workshops, da holst du dir schon ganz, 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 ganz viel wieder Kraft, Power und gibst es nicht mehr so ab und spürst dich schon wieder und erkennst wieder so ein bisschen auch dein Seelenziel und nimmst deinen Raum ein und das ist ganz, 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 ganz wichtig in dieser Zeit. Was ist hier jetzt, was hinzuströmt? Ja, da haben wir die Klarheit und eben dieses Erkennen, wo du noch im Kämpferischen, dieses mit dem Fokus, ja, das ist wirklich so ein Kämpferisches. Es geht darum, dass du den Fokus in der Ruhe findest. Du musst nicht kämpfen, du musst nicht rennen, du musst nicht 100 Millionen Sachen tun, die dir nicht entsprechen, sondern du musst einfach die richtigen Sachen tun und dich mit den richtigen Dingen auseinandersetzen, damit du dann auch die richtigen Strategien in der Hand hast. So ist das, ja. Mach die Dinge, die wichtig sind. Das kann jetzt verschiedene Sachen sein, ja. Mach die Dinge, die wichtig sind, damit auch alles andere nachher funktioniert. Weil wenn wir das, was wichtig ist, was nicht funktioniert und 100 Millionen Sachen ausprobieren und machen, dann kommen wir nicht an unser Ziel, sondern haben wir sehr viel Arbeit, ja. Und ich sage einmal, für nichts, ja. Es kann das Business betreffen, es kann die Partnerschaft betreffen, es kann die Familie betreffen, das kann dich in der Persönlichkeitsentwicklung betreffen, das kann alles betreffen. Ja? Weil was geht raus? Diese Suche nach einem Sinn, die Suche nach Seelenanteilung, dieser Heilungsprozess, den ich vorher schon angesprochen habe, aber auch die übersteigerten Wünsche, wie wenn dein System glaubt, die Wünsche sind so groß, die Träume sind so groß, das kann ich nicht erreichen, ich brauche noch ja, damit ich genug sein kann. Und genau dieses Fehlkonstrukt, sage ich einfach mal, das geht jetzt raus, weil es hat schon ganz viel Heilung stattgefunden. Ja? Und das, was jetzt da noch in deinem Unterbewusstsein drinnen ist, da haben wir das mit dem Vater verborgenes Wissen und die Befreiung schlechthin. Und ich glaube, das ist einfach auch so eine Umsetzungsenergie, die du vielleicht nicht gelernt hast, dieses ich halte jetzt meinen Raum wirklich selbst. Ja, auch das wird dann jetzt in den nächsten Workshops wieder Thema sein, diese Hochzeit in sich selbst, ja, weibliche, männliche Energie wieder miteinander verbinden, ja, sich wieder finden, wieder dieses wunderschöne, verspielte, leichte, unbeschwerte Leben in sich zu fühlen, ja, darum geht's, ja, und da befreist du dich jetzt heraus und da war einfach die männliche Energie nicht ganz am Start, da ist diese Geborgenheit, dieses Raumhalten, dieses, okay, ich kann alles erreichen, was auch immer ich will, ja, ich pack das jetzt an, und ich gehe einfach meine Schritte und ich fühle mich geborgen, ich fühle mich behütet und ich fühle einen Strom, einen Klarheitsstrom, der durch mich durchgeht. Ich kann jederzeit auf mein Wissen zugreifen. Das war noch nicht, das kommt aber jetzt hoch. Und deine Aufgabe ist jetzt, dich wirklich auf dich zu besinnen und nicht irgendwo im Außen eine Energie zu suchen, weil auch der Fuchs sagte da, das wäre jetzt nicht okay und irgendwie ist dir das bewusst. Es ist dir bewusst, dass hier eine Sehnsucht ist oder dass hier ein Gefühl drinnen ist, wo du noch schaust, ich sage jetzt mal bei anderen, auf anderen, das kann jetzt auch sein, dass du dich vergleichst oder irgend sowas. Ja, spür da bitte hin, das hat mit anderen einfach zu tun, noch ein Spiegelthema. Und da sagt der Fuchs, schau genauer hin, beziehungsweise schau dort mal weg und schau zu dir hin, weil da ist dieses verborgene Wissen, was jetzt eben aus dir herauskommen möchte. Ja, und da darfst du jetzt wirklich viel mehr bei dir fühlen, dich viel mehr mit Körper, Geist und Seele miteinander verbinden, viel mehr wissen, dass du jetzt schon alles gelernt hast, was du brauchst. Du hast die Bewusstheit, die du brauchst für alle Aufgaben in deinem Leben bereits. Es geht jetzt nur noch darum, dass du den Mut hast, auch dorthin gehend aufzumachen, in diese Gefühle einzutauchen, um dir dieses Glück in jedem Bereich, wir haben hier die materielle Fülle, wir haben hier die Gefühlsfülle, zu manifestieren. Und da sind eben noch Überzeugungen drinnen, dass du was brauchst, dass du noch irgendwas, damit du überhaupt in die Umsetzung für dich gehst. Und das ist eine Lüge. Sagen wir es einfach mal so. Ja, weil das, was du brauchst, ist einfach nur die Überwindung, glaube ich, zu manchen Dingen, ja, die Entscheidung zu manchen Dingen, einfach dieses, auch wenn mein ganzes System zittert, auch wenn alles in mir sagt, boah, ich weiß nicht, ob ich das kann, trotzdem gehen. Ja, wie wenn man mit dem Flugzeug hinauffliegt und du weißt, es kommt der Fallschirmsprung und um runterzukommen, musst du einfach runterspringen. Ja, und dann das Gefühl bekommen, wie geil das ist, wenn der Fallschirm aufgeht und wenn du nachher auch alles aus einer ganz anderen Perspektive beobachten kannst. So stell dir das mal vor. Und ich glaube schon, dass man da vorher Schweißperlen hat, dass man da vorher vielleicht Todesängste hat, dass man das Gehirn in alle Richtungen rattert, dass alles im System aufschreit, ja, wenn man das noch nicht kennt und wenn man vielleicht dort auch Ängste hin hat. Ja, wie auch immer, du bist hier ganz, 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 ganz gut geführt. Ja, deine Aufgabe ist jetzt einfach dieser inneren Stimme, die dir immer mal wieder etwas
Negatives projiziert, nicht mehr zuzuhören, sondern jetzt das, was kommen darf, eben in dein System zu holen mit dem richtigen Fokus, die Gefühle aufzumachen, auch wenn da Verletzungen drin waren, das jetzt zu einem zu machen, deine Unschuld wieder mehr zu fühlen und zu integrieren und wie die Herrscherin einfach deine Welt zu erstellen, so wie sie dir gefällt und das mit ganz viel Vergebungsenergie, wo du deiner eigenen inneren Weisheit folgst und durch die Klarheit eben dich jetzt nicht mehr wegdrehst, nämlich von dir, ja, und dann nicht mehr stehen bleibst und immer glaubst, du musst dich danach erholen von. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir uns erholen müssen, dass wir überfordert sind und dabei ist es genau umgedreht. Ja, wenn unser Potenzial langweilig ist, dann schafft es Dramen und oftmals glauben wir, wir müssen uns dann von den Dramen erholen und erholen und erholen, währenddessen dem Potenzial noch langweiliger wird und dann hat das Folgendes zur Folge, dass wir nämlich nicht weiterkommen, sondern dann ist es so selbst initiiert quasi und wird immer wieder provoziert durch Spiegel noch im Außen, die dir den Schlüssel dann geben, um dir zu zeigen, setz um, was du willst und da sagt der Rat der Hohepriesterin, trau dich in die Erneuerung einzutauchen. Es wird die Fülle und sein in deinem Leben, die du suchst, in die du eintauchen möchtest auch. Ja, es ist von Erfolg gesegnet, es ist von Kraft gesegnet. Das Einzige, was du tun musst, ist, dass du erkennst, was du brauchst, was du willst und dort drauf deinen Fokus richtest. Ja, wunder, wunder, wunderschön. Jetzt hier geht es um dich und es geht darum, den Hausputz zu machen von allem, was du nicht mehr möchtest, nämlich diese Unklarheit, damit die Erfüllung zu dir kommen kann, denn das ist das, was sie will. Ja, also nicht hier zu viel Selbstoptimierung, nicht ich brauche so viel damit und um. Ja, sondern das Komprimieren und auch Hilfe suchen vielleicht, wenn du nicht weißt, welche Stellschräubchen du umdrehen darfst für dich. Ja, dass da wirklich auch ein Blick von außen kommt und dir sagt, das, das und das und das wäre jetzt wichtig für dich, mach das und dann mach das auch, weil dann kommst du wirklich ganz schnell an dein Ziel. Und dann will jetzt noch eine Karte hierher, die acht der Stäbe, ja, das kann schneller kommen, als du glaubst. Und wie der Wind hebt dich das einfach in die Höhe, um dich jetzt auf ein neues Fundament zu bringen, damit du aufbauen kannst. Ne? Ich sage das immer mit der Brücke. Ja, wenn wir eine Brücke nur halb bauen oder glauben, dass wir aus einem Jetzt-Zustand, ja, eine Lücke füllen können, quasi bei uns in unserem Leben, dann haben wir irgendwas da, dann ist das selber etwas, wo wir uns berauben, sagen wir es mal einfach so, weil wir damit nicht aufbauen können. Ja, es ist wichtig, dass wir auch in Begleitung eine Brücke bauen, dort auf dieser anderen Ebene ankommen, dort haben wir eine andere Energie und dann können wir das viel, viel leichter füllen, weil dort haben wir ja diese andere Energie, die das dann füllen kann. Da sind wir ja immer noch da. Ja? Wenn ich in der Sandkiste spiele, kann ich auch nicht im Sand sitzen bleiben, also kann, na, wie sagt man jetzt da, kann ich auch nicht in eine andere, weiß ich nicht, in ein Schwimmbecken hineinspringen, wenn ich nicht den Schritt aus dem Sand hinausgehe. Ja, so irgendwie. Also, alles gut, da ist wirklich viel Heilung drinnen, die von selbst passiert, indem du deinen Fokus umlenkst. Das, was du zu tun hast, ist wirklich diesen Fokus auf dich, auf deine Gefühle, auf deine Bedürfnisse und dich wirklich mal zu fragen, was will ich echt? Ja, und folgendermaßen das, was du natürlich nicht mehr willst, auch nicht mehr zu tun. Das ist einfach auch ein ganz ein wichtiger Schritt. Du lieber Skorpion, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude, ganz viel Glück, ganz viel Power und vielleicht sehen wir uns ja dann am 28. Ich würde mich freuen. Danke für dein Like auf diesem Kanal, danke für dein Abo, danke, dass du kommentierst, mich auch ein bisschen teilhaben lässt und mich damit natürlich auch unterstützen. Danke, wenn du meine Inhalte teilst. Ich freue mich sehr. Bis dann, Papa. Ja, und mehr ist in dem Fall für dich auch mehr, aber mehr an Selbstfürsorge. Bis dann, Papa.